So. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf diesem YouTube-Kanal. Hier sind Silke und Tobias vom YouTube-Kanal Rolletics. Wir befinden uns gerade noch beim Juni-Rohkost-Potluck in Leipzig. Hier hinter uns, das könnt ihr wahrscheinlich nicht sehen, werden schon fleißig Wildkräuter gesammelt. Doch, könnt ihr sehen, genau. Da klingen wir uns dann auch mit ein. Genau, und wir haben heute ein interessantes Thema, und zwar Bewusstseinswandel oder Veränderung von Geist und Seele durch Rohkost. Ja. Was eine Rohkosternährung ganzheitlich mit dem Körper macht. Also Ernährung, es ist nicht nur so, dass es den Körper beeinflusst, den Körper reinigt und den Körper gesünder macht. Es geht auch darum, dass eine Rohkostreinigung oder eine Rohkosternährung einfach auch Einfluss auf alle Fälle auf die Seele und auf den Geist hat. Ja, also so diese Verknüpfung zwischen Bewusstsein und Ernährung oder Körper. So, das ist ja das, der Körper. Ja. Ich habe das noch nie erlebt, Menschen, die sich rohköstlich ernähren über einen längeren Zeitraum, dass sich ihre Wahrnehmung, ihr Bewusstsein nicht verändert hat. Genau. Dass diese Menschen noch genauso denken und fühlen wie Menschen, die sich so von Fastfood und Industriekost ernähren. Das ist mir in den letzten 5 Jahren, wo ich mich mit Rohkost ernähre und auch Rohköster getroffen habe, noch nie passiert. Ja. Selbst Menschen, die einen hohen Rohkostanteil zu sich nehmen, jetzt nicht 100% Rohkost essen, haben schon ein anderes Mindset. Genau. Also das ist mir ganz, ganz stark aufgefallen. Und ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, wenn immer mehr Menschen sich natürlich ernähren, weg vom Fastfood, weg von den tierischen Produkten, dass dann auch viel mehr Liebe und Harmonie und Glückseligkeit einfach so unter den klarer. Menschen, dann existiert auch keine Neid mehr, keine Missgunst, keine Eifersucht, keine Gier. Oder dass man Menschen wehtun will, dass man Menschen manipulieren will. Also, wir merken das ja auch unter uns, in unserer Gemeinschaft, die sich so in den letzten Jahren aufgebaut hat, auch durch den Rohkost-Potluck, auch wie wir miteinander umgehen. Ja. Ne? Es entsteht halt ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander. Es ist eine Entwicklung. Ja. Genau, es entsteht ein schönes Netzwerk miteinander und auch der Austausch über die verschiedensten Themen, dass man feststellt, aha, die Menschen, die sich ihren Körper reinigen, fasten, von Rohkost ernähren, die sind dann auch kritisch gegenüber den Impfungen. Ja. Sie schalten im Fernsehen aus die Nachrichten, weil sie sich nicht mehr manipulieren lassen möchten. Es sind so viele, die werden auch kritisch, was die Schule angeht. Ja? Die tendieren eher in Richtung Freilernen. Sie möchten generell freier leben. Genau. Und nicht so und auch den Konsum einschränken, minimalistischer leben. Das Bewusstsein freier wird leben. Klarer und Oder die Menschen fangen dann auch zu meditieren an, Yoga zu machen. Genau. Einfach so ganzheitlich, so Körper, Geist und Seele zu fördern und Und sich auch bewusst zu machen, dass das auch alles miteinander zusammenhängt. Du kannst nicht einfach nur Rohkost essen, deinen Körper reinigen und denken, du kannst dann, weiß ich nicht, es ändert sich nichts anderes. Genau, das wird sich das ganze Leben ändern. Und es wird sich auch, bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe kaum noch Menschen in meinem sozialen Umfeld von vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren. Jetzt, die meisten Menschen, mit denen ich intensive Beziehung habe, sind Rohköstler oder Veganer. Ja. Also zu denen ich wirklich intensivere Beziehungen habe, ne? Wo sich gute Freundschaften aufgebaut haben und regelmäßig Kontakt besteht. Das sind wirklich ausschließlich, weil einfach die Themen, die einen beschäftigen. Ja. So, jetzt war leider das Akku leer. Genau. Jetzt muss man erstmal eine andere Kamera besorgen. Und jetzt geht's weiter mit dem Thema Bewusstseinswandel oder ganzheitliche Reinigung, dass Rohkosternährung eben nicht nur Auswirkungen auf den Körper hat, sondern auch auf Geist und Seele. Genau, und ich wollte nämlich gerade sagen, so, also das ist auch immer das, was ich immer wieder beobachte bei den Leuten, dass das einfach einhergeht. So, das geht nicht, das eine nicht ohne das andere. Wenn diese Spanne zu groß wird zwischen Bewusstsein und Ernährung, dann gleicht sich das immer wieder aus und entweder schaffst du es dann nicht, wenn du über Jahre lang halt Rohkost isst, entweder klärst du dann auch mal deine emotionalen Themen oder dein Bewusstsein oder du kannst dich nicht so lange davon ernähren. So. Da fällt man wieder zurück und isst wieder mehr gekocht. Genau. Und auch so, also ich fand es zum Beispiel interessant, wenn so Leute von der geistigen Schiene eher von der Bewusstseinsschiene kommen, so wie eben buddhistische Mönche, so die essen nur einmal am Tag dann und meistens eben auch rein pflanzlich, normalerweise vegan ursprünglich. Oder zum Beispiel Rüdiger Dahlke, so der von der Psychosomatik-Schiene kommt und dann über den Geist eben auf den Körper dann und dann eben auch auf vegane Ernährung so vor, ich weiß nicht, wie lange es bei ihm ist, vor 5 Jahren bestimmt schon gekommen ist und vorher halt vegetarisch. Also das geht dann immer so einher und wenn die Spanne zu groß wird, dann das hält sich immer schon so im Gleichgewicht. Das,
Das ist auch interessant. Manche, die beginnen mit der Ernährung, so wie bei mir. Genau. Aus ethischen Gründen, ne? Erst vegetarisch, vegan, dann Rohkost und dann irgendwann so. Ich habe wirklich gemerkt, auch wie die Kochkost oder auch vegetarische Produkte, wie die mein, sag es mal so, mein Bewusstsein deckelten. Ja. Dass ich mich dann auch so für die Spiritualität gar nicht geöffnet habe. Also Meditation oder sowas fand ich vor 10 Jahren. Konnte ich damit noch gar nichts anfangen. Ne? Und ich habe dann auch erst gemerkt, durch die Rohkost rein, auch durch das Fasten, durch das regelmäßige Fasten. Und vor allem, je einfacher die Rohkost ist, habe ich so das Gefühl. Ja. Und je einfacher und unvermischter, umso mehr wächst auch das Bewusstsein. Ja. Oder, oder man kommt, so viel klarer. Weil, was ich auch immer so faszinierend bei dir finde, dass du sagst, man kommt so viel mehr in die Liebe. Ängste und Zweifel verschwinden, genau, immer weniger. Ne? Man ist so in der Zuversicht, in so einem Vertrauen. Ja, das, wo Walter Schaube so schreibt, so, der isst nur noch Paradieskost, so ungezüchtete Bärenfrüchte, mono, also das heißt, der nimmt nur eine Frucht zu sich, so zu einer Mahlzeit. Und der sagt halt, alle Ängste verschwinden, so, da sind keine Ängste mehr. Diese ganzen, also ich habe vorhin auch schon in einem anderen Video noch, wo wir gemacht haben, gesagt, früher war ich total schüchtern, so, das war für mich unvorstellbar, sowas wie Videos hier zu machen oder so. Ich habe mich nicht getraut zu melden in der Schule, ich habe mich nicht getraut, irgendwie jemanden mal nach der Uhrzeit zu fragen und so. Mhm. Und das löst sich alles immer mehr. Aber dazu muss man dann eben auch bereit sein, diese Themen zu verarbeiten. Und das ist auch immer wieder das, da kommen unglaublich viel emotionale Themen hoch, wenn man fastet oder seinen Körper reinigt oder die Ernährung umstellt. Ja. Und damit muss man erstmal klarkommen. Und damit kommen viele nicht klar und können das nicht verarbeiten und gehen dann auch wieder mit der Ernährung so zurück. Genau, weil man das mit Kochkost oder mit auch starke Mischrohkost kann man das eben also dämpfen. Genau. Und ich finde es auch so schön, da ich jetzt mit dir, wir kennen uns jetzt auch schon länger und haben regelmäßig Kontakt, machen auch Videos zusammen und tauschen uns viel aus. Und du bist jetzt auf so einem bestimmten Level des Rohkostreinigung wegen. Du isst ja viel Mono. Ja, genau. Also unvermischt, schleimfrei, ganz oft schleimfrei. Genau, jetzt im Moment halt Gurken, Tomaten, Äpfel, so alles regional und saisonal, bis auf die Äpfel im Moment nicht. Aber sonst halt Zucchini, Gurke, Tomaten und das war's so. Genau. Und ich bin das ja manchmal monatelang. Ja. Und was so schön ist... Und ich bin, weil jetzt dann viele glauben, man geißelt sich damit oder nein. Du hast doch mal ein Video gemacht, warum ich nicht mehr auf Fleisch verzichte. Genau, weil es kein Verzicht ist. Ja, das können die meisten nicht verstehen. Die denken, du, das ist ja viel zu dogmatisch und du verzichtest und so könnte es, wäre mir irgendwie zu langweilig. Ja. Aber dass dann diese Einfachheit, dass das einen man so spürt es ja dann irgendwann. Ich habe immer wieder dann, umso reiner der Körper wird, umso sauberer. Ich habe dann immer wieder probiert, am Anfang habe ich viel dann, letztes Jahr so bei den Potlucks hier, habe ich immer noch so voll viel alles an Gourmet-Rohkost dann ausprobiert. Letztes Jahr so Anfang Juni, Mai und die ersten 3 Potlucks oder so habe ich das dann noch in dem Jahr gemacht und dann habe ich mich jedes Mal so schlecht gefühlt danach. So, irgendwann wird der Körper sensibler und dann, wenn du längere Zeit Rohkost isst, dann merkst du, wie diese Gourmet-Rohkost auf deinen Magen schlägt und dann wird es automatisch einfacher. Du isst vielleicht sowas noch 1-2 Mal und dann merkst du, wie schlecht es dir nachgeht. Genau. Dann machst du es nicht mehr. Das ist mittlerweile, also ich weiß nicht, das klingt mir dann doof. Ja. Vergleich. Das sag ich lieber nicht. Oder vielleicht dann noch später. Ja. Aber es ist auch so, dass die meisten Menschen sich das nicht vorstellen können, dass man so wenig isst und nur so einseitig. Ja. Dass sie sehen ja nicht, was dahinter steckt, wie wir uns fühlen, dass sich eben das Bewusstsein verändert, dass wir so im Frieden mit uns sind und dass wir viel leichter zufriedenzustellen sind und es ist einfach so, so ein angenehmes oder so ein angenehmes Gefühl, mit sich zu sein oder dass auch Menschen... Und auch der Geschmack verändert sich. Ja, der Geschmack verändert sich auch. Viele. Also das ist was anderes. Ich genieße heutzutage eine Tomate, so wie ich früher Ketchup genossen habe, weil der Geschmack wieder sich normalisiert, der ist völlig... Ja, anormal, der hat sich völlig verändert. Aber es ist auch so, dass zum Beispiel Menschen, die früher eher aggressiv waren, unausgeglichen durch eine Rohkosternährung, durch einfach Rohkost, werden die sanftmütig und ausgeglichener. Das hat wirklich einen Einfluss auch auf das Wesen eines Menschen. Ja, das definitiv. Habe ich jetzt mehrfach schon bestätigt bekommen. Und was ich eigentlich vorhin schon sagen wollte, irgendwie bin ich davon abgekommen, ich kenne dich mit dieser einfachen, schlichten Rohkost und diesem Reinigungsweg und Henry, der geht genau den gleichen Weg. Henry, also meine Zuschauer werden Henry auch kennen,
mit dem habe ich auch schon einige Videos gemacht und ihr seid so auf einem ähnlichen Level. Ja. Ne? So Fasten, Reinigungsweg, einfache Mahlzeiten. Und was mich bei euch so beeindruckt, dass ihr wirklich immer so in der Liebe seid. Ja. Das ist immer so, so positiv in der Liebe sein und dass ihr beide immer bestätigt, Ängste und Zweifel werden weniger. Ja, schon. Und ich meine, welcher Mensch möchte schon von Ängsten und Zweifeln getrieben werden? Und weil du auch diesen Begriff so Menschlichkeit, was verbindet man denn mit Menschlichkeit? Was sagt dieser Begriff Menschlichkeit? Wenn ich sage, oh, das ist aber, ja, menschlich so, dann ist es ein von Liebe geprägtes Handeln. Das heißt nicht so, weißt schon, normalerweise heißt ja, ja, Menschlichkeit ist halt einfach, ich zeige Menschlichkeit, ich zeige Mitgefühl. Ich bin, es ist ja nicht menschlich, jemanden abzuschlachten, so, also jetzt mal, um das sozusagen, dieses Wort sagt ja schon, Menschlichkeit bedeutet einfach Gefühl und da zu entwickeln, dieses Mitgefühl. Und, du bist dann viel mehr in der Achtsamkeit, nicht nur mit dir selber, sondern auch mit deinem Umfeld, mit den Mitmenschen. Ja, auf jeden Fall. Und das ist so schön, so diese Entwicklung zu sehen. Und dass man durchlebt auf alle Fälle eine Transformation, wenn man anfängt, Rohkost zu essen, immer mehr und irgendwann 100% Rohkost isst und dann auch in die einfache Richtung geht. Man erlebt definitiv eine Transformation. Ja, auf jeden Fall. Und ich, das möchten wir einfach auch mit dem Video nochmal so teilen, ja, das ist auf keinen Fall ein Verzicht, das ist eher ein Gewinn. Ja, klar, sonst würde ich es nicht machen, so ey, vor 5 Jahren, wenn mir das jemand erzählt hätte, du isst irgendwie nur Früchte, so, dann hätte ich gesagt so, nee, überhaupt nicht so, als Vegetarier habe ich schon gesagt, irgendwie so, nee, vegan, um Gottes Willen. Nee, ey, jetzt kann ich mir nichts anderes vorstellen, und mittlerweile sage ich nicht mehr, ich kann mir was nicht vorstellen, mal schauen, was Ja, man weiß, ne? Das genau. Ich glaube heute auch, es ist fast nichts mehr unmöglich, ne? Ja. Es ist so, ist alles möglich. Schon. Und ich würde es nicht machen, wenn das ein Verzicht wäre, dann kannst du das nicht machen. Du kannst vielleicht mal dich über ein paar Wochen zu was zwingen und so, aber das kannst du nicht über Jahre lang. Das bringt nichts und dann ist es auch nicht gesund. Und ich habe mich auch, ich hatte jetzt 2 Nächte lang auch einen Übernachtungsbesuch, das war der Karl Scholz, der ganz, kennst du ihn, da hier bei Sonntag ist es mit Wasser, Jesper hat mal ein Video? Nee, der Karl, Christian hat mit dem, glaube ich, ein Video gemacht, der ganz jung, 20, der, der ist hier ab und zu in Leipzig, weil er da eine Ausbildung macht und da hat jetzt, war da zufällig 2 Nächte bei uns, hat gefragt, hat sich so ergeben und der isst nur Wildkräuter. Ja. Im Sommer die frischen und im Winter, da sammeln sich dann und im Winter gibt es dann Pressen. Ja. Und er hat eine Energie und er, ja, sagt, schon. Und er sagt auch, ja, manche Leute denken auch, ich bin so, ne, die verstehen das nicht, aber die wissen gar nicht, was für einen Gewinn ich habe. Genau. Und der ist auch total, der hat manchmal so ein paar Gedanken und es ist so unglaublich, sich mit ihm zu unterhalten. Er ist noch so jung und ich mir denke, oh, wenn viel mehr 20-Jährige so wären. Ja, und diese Lebendigkeit und Freude ist dann wieder da. Und er ist auch so aktiv und so energiegeladen. Genau. Und ich denke immer, und der isst nur Wildkräuter. Ja, schon. Ich dachte schon immer, ich bin so ein Freak, was Wildkräuter angeht. Aber bin ich ja, weiß ich nicht. Ja. Ich habe auch nur grün gegessen 2 Monate. Das ist echt, das bringt so. Also das bringt so viel. Ja. Also Wildkräuter, die nähren uns, das Chlorophyll. Ja. Das Chlorophyll in den Wildkräutern, das nährt uns viel mehr als in diesen Kopfsalat, ja, die sind noch so ursprünglich. Das ist echt, das ist ja ein ganzes Wurzelwerk und die wachsen ja überall. Brennnesseln findest du. Und die wandeln ja auch das Sonnenlicht um. Ne? Wenn genau. Wildkräuter essen, ist das umgewandelte Sonnenlicht. Schon. Weil sonst die ganzen Pflanzen, wo du im Laden kaufst, die sind ja überzüchtet. Ja, also ich meine, die werden auch. Guck mal, gut, die wachsen ja auch. Vieles wächst ja gar nicht mehr im Freiland. Genau. Ne? Also. Ja, auf Schädlinge, auf Masse, auf Festigkeit, damit es sich gut verkaufen lässt, auf Erntezeitpunkt, damit es alles auf einmal runterkommt, damit man es gut ernten kann. Ja, interessanterweise hat auch der Patrick Strohbach, du kennst ja auch, ja, der hat genau, auch sehr, sehr, genau, da können wir den Kanal auch mal oben rechts verlinken, der hat auch ganz interessante Videos gemacht. Und letztens erst ein Video, dass eben Wildkräuter keine, also nicht so schwermetallbelastet sind, dass man denkt, oh, die Wildkräuter nehmen vielleicht auch Schwermetall, die wandeln das um. Also wir können auf alle Fälle Wildkräuter essen. Schon besser als das, was du im Supermarkt bekommst. Und, weil auch immer so, ich bekomme auch einige Nachrichten, oh, die Wildkräuter, das kann man gar nicht mehr essen, das ist alles schwermetallbelastet. Ja. Nee, die Wildkräuter, die haben die Fähigkeit, diese schädlichen Substanzen umzuwandeln. Ja, und zu binden. Und es ist absolut ein Geschenk. Ich bin, auch jetzt sitzen wir mitten im Grün, hier hinten sind wieder 2 Freunde, die sitzen am Grün, total glücklich und sammeln sich ihre Tüten voll Wildkräuter und das ist irgendwie so schön. Ja. Diese Abwehrhaltung ist manchmal so absurd. Manche haben dann irgendwie Angst, sich da irgendwie was abzurupfen. Was ist denn da passiert? Hat da irgendwie einen Hund drauf gepinkelt? Ey, wenn du da in den Laden gehst, da wird kiloweise die Scheiße von den Kühen drauf gekippt, um es mal klar zu sagen. Das ist den Leuten dann
genau. Oh, dann ist doch halt. Und da ist Chemie drauf. Guck ja, mal, wie viele, genau. Was man dann mal rausfindet, wie viele Obst und Gemüse belastet sind, genau. So mit Chemie, ja. Was ist eigentlich gar nicht so in unserem Körper zu suchen? Genau. Wenn du was nicht essen willst, weil du Angst hast wegen Belastung und so, dann solltest du das aus dem Laden nicht essen. Also das in der Natur ist tausendmal besser. So. Ja. Ja. Wenn du nicht gerade im Mittelstreifen von der Autobahn pflückst, so, dann passt es schon, ne? Und selbst dann, die wandeln wirklich. Was auch schön ist, weißt du, was ich bei mir so festgestellt habe, dass ich mir keine Gedanken mehr verbiete. Ich erlaube mir, alles zu denken. Ja. Alles. Ich meine, denken kann man alles. Auch manche Sachen, wie wir so in der Schule gelehrt bekommen, das war so und so. Genau. Ja, wir werden ja immer in so eine gewisse Richtung, das war so und so. Woher weiß ich das denn? Ja, ich muss. Genau. Ich werde praktisch in der Schule sozusagen informiert, gebildet, aber ich kann es nicht prüfen. Ja, genau. Und ich erlaube mir, es hat sich wirklich bei mir auch in den letzten Jahren so mit der Rohkost, mit dem Fasten entwickelt, ich erlaube mir jeden Gedanken, auch jeden Gedanken erlaube ich mir und auch jede Information in Frage zu stellen, die ich jemals in der Schule gelernt habe oder und, so höre. Genau, und auch so banal es klingt, den meisten Leuten ist nicht bewusst, was sie wissen, und was sie nicht wissen. Also den meisten ist nicht bewusst, was sie glauben und was nur eine Annahme ist. Also es gibt ja so viele Annahmen, die wir machen. Also jetzt mal, um zum Beispiel was zu sagen, wenn irgendwo eine Hauswand gelb ist oder überhaupt, dass da ein Haus dahinter steht. Du siehst gerade nur eine Wand. Das ist nur eine Annahme, was da dahinter ist. Und auch so machen wir so viele Annahmen und wir wissen es gar nicht, wenn man sich erstmal wieder bewusst wird, Kalorientheorie und das Ganze, das heißt nicht umsonst Theorie. Ja. So. Und man muss mal wieder auf die eigene Erfahrung hören. Zu wissen, was man nicht weiß, ich glaube, die Welt wäre friedlich, wenn jeder einfach nur sagen würde, hey, die meisten Kriege sind Glaubenskriege, so, weil irgendjemand denkt so, ey, ich bin ein guter Christ und ich muss den umbringen, weil der kommt sonst in die Hölle oder ich komme sonst in die Hölle oder ich bin ein guter Amerikaner, ich muss mein Land verteidigen. Die meisten, das sind alles Glaubenskriege, weil die Leute... Mit der Religion kann man eben viele Menschen manipulieren. Ja. Das ist ein Werkzeug, was wirklich dafür genutzt wird, die Menschen zu manipulieren und in gewisse Richtungen zu lenken. Und weil die Leute halt an irgendwas glauben, was sie nicht wissen. Ja. Wenn jeder mal anfangen würde, sagen würde, hey, Leben nach dem Tod, nee, ich weiß es nicht. Okay, ist ja auch nicht schlimm, so sagen, ich glaube, dass das so sein könnte, aber sich bewusst machen, ich weiß es nicht. Ich glaube das, okay. Und das stimmt, du hast auch ein Video gemacht, dass viele so vermuten und annehmen. Genau. Die meinen, es ist Wissen, aber es sind nur Vermutungen und Annehmen. Das fällt mir auch oft auf. Das hatte ich auch, aber ich bin immer mehr. Es wird immer weniger. Ja, es wird weniger. Wird es immer bewusster und irgendwann checkt man so, das habe ich doch gerade nur angenommen. Das ist was ich von jemandem übernommen habe. Genau, sei es von den Eltern oder. Ob es wirklich so ist, ne? Genau. Und den meisten ist es wirklich nicht klar. Die denken halt, boah, ich muss dies und jenes machen. Dabei sind es irgendwelche Glaubenssätze, sei es jetzt von einer Religion oder von einer Gemeinschaft oder von einem Land. So wie dann, also bei Amerikanern, oder da ist es echt so drin, so, oh, aber wir Armen, wir müssen unser Land verteidigen. Wir müssen Angriffskriege führen, um uns zu verteidigen. Wo ist da die Logik? Hey, wenn jemand kommt, dann verteidigt euch. Aber ja, da kommen wir zu irgendwelchen Glaubenssätzen halt. Also ich glaube, die Welt wäre friedlich, wenn jeder mal zu dem Punkt kommen würde, hey, ich weiß, was ich weiß und ich weiß, was ich nicht weiß. Ich weiß, was ich glaube. Man kann ja Vermutungen machen und so, aber man muss sich bewusst sein, hey, das ist gerade eine Vermutung. Genau, und es ist so viel Wissen, was uns beigebracht wurde, was wir nicht, die Evolutionstheorie, wie die Erde entstanden ist. Es sind ja alles nur Vermutungen, wie wir Menschen entstanden sind. Ich habe mich auch lange, viele Jahre damit beschäftigt, heute weiß ich überhaupt nichts. Es sind alles auch nur Annahmen. Das meiste dieser Wissenschaft, wie der Mensch entstanden ist, beruht auf Annahmen und Vermutungen. Genau. Wir können es nicht wissen, weil wir nicht genug Material haben. Wir können es einfach nicht wissen. Es kann auch ganz anders sein. Und es gibt Menschen, die lernen diese Theorie und verteidigen die auch aggressiv. Ja. Wirklich, wo du denkst, wieso verteidigen die etwas so aggressiv, was sie gar nicht wissen können. Genau. So, ne? Das ist, und es gibt so viele Themen, die werden wir jetzt aber hier nicht ansprechen. Wir haben ja wirklich in den letzten Jahren mit so vielen Themen beschäftigt, die wirklich weit ab vom Mainstream sind, aber die mich einfach interessiert haben. Und dadurch bin ich auch dazu gekommen, auch Dinge in Frage zu stellen, die ich nicht prüfen kann. Ja, genau. So, nur noch das zu glauben, was ich selber erfahre, unmittelbar erfahre, dass ich das wirklich auch glaube. Und das geben wir auch in unseren Videos einfach weiter. Ne? Ja. Unsere Erfahrungen. Genau. Und nicht durch Angst lähmen lassen. Ja. Weil viele, die beschäftigen sich dann mit Verschwörungstheorien oder was weiß ich, und dann haben sie Angst und müssen irgendwie sich da verstecken und was weiß ich. Und ich denke immer, man soll sich fragen, so, oder immer aus einem positiven Grund heraus handeln, so aus Liebe heraus, aus dem Herzen, so, weil man einfach das macht, was einen erfüllt, und nicht von Angst irgendwie leiten lassen. Das führt zu nichts. Die leben jahrelang in der Angst, ohne dass irgendwas passiert. Die,
Letztens hatte ich zum Beispiel auch einen Kommentar, weil wir auch bei Vermutungen waren. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Video war. Hm? Ich glaube, mein letztes mit Lebenselixier, da schrieb, glaube ich, eine, ich vermute, du hast ein Herz aus Papier, du hast dein Herz, deine Herzwände sind so dünn wie Papier, wahrscheinlich wegen der Ernährung. Und wenn man einen Krieg kommt, was willst du essen, wenn du kein Fleisch isst? Das sind alles Vermutungen, Annahmen. Irgendwie, genau. So, wo ich sage, ich lebe aber im Moment und sie genau. kann gar Außerdem, nicht wissen. Außerdem, Wildkräuter wachsen ja draußen. Dann denke ich mal, sie kann gar nicht wissen, wie meine Herzwand beschaffen ist. Und sie redet von Krieg und ich bin aber jetzt im Hier und Jetzt. Ja. Ja? Manche, die sagen irgendwas seit Jahren voraus und es tritt nicht ein. Aber sie leben immer mit dieser Angst. Und das könnte passieren. Genau. Aber es ist ja und aktuell. Und wenn es passiert, dann kann ich mich drum kümmern. Genau, dann kann ich mich drauf einstellen. Genau, das ist so. Das. Und dadurch, glaube ich, verlernen die mehr oder kommen gar nicht dazu, im Jetzt zu sein, mit der Achtsamkeit, im Hier und Jetzt. Das sind ja auch, das finde ich auch immer bei dir wirklich schön auf deinem YouTube-Kanal, dass du diese Themen auch ansprichst, die bei mir jetzt eher immer unterschwellig sind. Ich freue mich deswegen, dass wir mal ein Thema, dass wir einfach mal darüber sprechen, ne? Dass wir auch das nochmal anschneiden und einfach, dass das eben auch dazugehört. Ne? So, du gibst ja viel mehr Informationen dazu auf deinem Info, weil du das auf deinem Kanal, weil du es ja auch wirklich ganzheitlich angehst. Ja, genau. Und das, du hast auch mal gesagt, bei dir war zuerst das Bewusstsein und dann zog die Ernährung hinterher. Also das ist mir danach erst anders. So bewusst geworden. So. Ja, ich hatte mich, gut, Tiere, das war einfach so aus ethischen Gründen, dass ich mich vegetarisch ernährt habe. Aber dann mit der Ernährung, da war immer so ein Bewusstsein irgendwie. Ich habe dann zuerst mit Psychosomatik, mit Büchern von Rüdiger Dahlke und so beschäftigt. Und dann kam irgendwie auch das immer mehr mit Rohkost und es ging irgendwie beides so einher und genau. Und so wirklich, ich bin da wirklich auch so dankbar, so beseelt, so, dass ich das erfahren darf, ne? Dass ich mich nochmal ganz anders erfahren darf und was auch schon, dass so, sich so seelische Konflikte lösen, war ja bei mir jetzt auch massiv, ne? so eine Welle und es ist schön, das gehen lassen zu dürfen. Ja, genau. Und es kommt vielleicht mal vermehrt dann hoch, auch wenn halt viele, wenn du halt dann anfängst, deine Ernährung umzustellen, dann kommen halt diese Emotionen hoch und all diese falschen Beziehungen, sage ich jetzt mal, die wirklich nur Beziehungen waren, die zum Beispiel auf Abhängigkeiten beruht haben, wie Beziehungen so, hey, wenn du jetzt nicht mehr säufst, so dann, kein Bock mehr mit dir abzuhängen oder egal was es ist, die lösen sich dann auf. Das mag vielleicht mal hart sein, so diese Wahrheit zu erkennen, so wie ein Kind das irgendwie feststellt, ein Weihnachtsmann, so, ne? Das mag vielleicht hart sein am Anfang. Also die meisten Menschen sind oft nicht dazu bereit, die Wahrheit anzuschauen, wie sie ist. Also die wollen halt, irgendwo haben sie sich eine schöne, ich sag mal, Ponyhofwelt aufgebaut und wollen da nicht raus und verteidigen dann so ein Bild, mit dem sie sich identifiziert haben. Was ich jetzt auch in letzter Zeit lernen durfte, ich war auch so immer so manchmal ein bisschen, ich fand es immer schwierig, ich meine, es ist immer so, es gibt verschiedene Lebensabschnitte, die man so durchlebt, durch Ausbildung, Schule oder wenn man einen Wohnort wechselt. Und dann immer, man hat ja dann Freundschaften, Bindungen zu Menschen aufgebaut und die dann wieder, dass sich das dann verändert. Das bleibt nicht so. Da hatte ich lange Zeit, ich hatte ja auch immer, ne, so, hatte ich auch verschiedene Phasen. Das bleibt nicht so. Und das habe ich jetzt auch nochmal anschauen dürfen, das Thema, so dieses Festhalten. Dass es einem so ist, Bindungen zu Menschen ändern sich. Die Qualität einer Beziehung zu Menschen ändert sich. Mal wird, ist es sehr intensiv, dann wenig. Und dass man das auch dann mit Freude und glücklich gehen lassen kann, dass man nicht daran festhält. Aber das war doch mal so intensiv. Ja, ich weiß, dass ich da, dass mir das immer schwer gefallen ist. Ich weiß sogar mal, ich bin ja 99 nach Leipzig zum Studium. Und ich hatte vorher wirklich ganz gute Freundschaften, als ich mein Abi nachgeholt habe. Richtig intensive Freundschaften, eine total geniale Zeit. Und als ich nach Leipzig kam, bin ich immer jede Woche in Breitenbrunn im Erzgebirge, also in der Nähe, wo ich gewohnt habe. Da bin ich dann auch immer nach Hause gefahren. Und es war eine tolle Gemeinschaft und es sind tolle Freundschaften entstanden. Und ich weiß noch, als ich dann nach Leipzig gekommen bin und klar, ich hatte aber auch in einem kleinen afrikanistik-deutsches Fremdsprache, das ist jetzt nicht so überfüllt, da kann man auch schnell Freundschaften knüpfen, aber ich weiß noch, dass ich am Anfang so dachte, oh, ich habe Freunde, ich brauche keine. Ich war immer erstmal so auf Abstand, weil mir alles zu viel, weil ich bin ja dann auch noch jede Woche nach Hause gefahren und das würde mir heute nicht im Traum einfallen, zu sagen, nee, ich habe schon. Also jetzt freue ich mich wirklich, immer neue Menschen kennenzulernen. Ja, und wie es sich halt entwickelt, so. Nicht mehr so, oh, jetzt muss ich irgendwie eine Freundschaft aufrechterhalten. Schau doch, wie es sich entwickelt, wenn es sich nicht mehr gut anfühlt. Das ist ja nichts Schlimmes. So. Das Leben verändert sich. Das Leben ist halt Veränderung. Und das ist auch das Schöne, so, dass es nicht alles gleich bleibt. Ja, und mal neue Erfahrungen macht. So. Das ist ja das, wo der Mensch nach sucht, so diese neuen. Und ich meine, man verändert sich ja auch selber. Genau. Man ist ja auch so, zumindest empfinde ich das so in den letzten Jahren, dass da so ein massiver Wandel stattfindet. Vor allem innerlich, ne, dass da so viel passiert. Ja. Und klar, dann manchmal
braucht man dann eben bestimmte Menschen in seinem Umfeld für diesen Wandel und dann irgendwann gehen die auch ihre Wege oder wandeln sich wieder und dann treten immer mehr Menschen in dein Umfeld. Man ist ja auch so verbunden. Ne? Ja, eben. Und das ist ja auch so eine schöne, ich meine, es ist auch schön jetzt auch unsere Gemeinschaft, die sich so entwickelt hat, dass es immer so ein Geben und Nehmen ist. Ne? Das ist schön. Ja. Und genau, das ist, finde ich, immer so, wenn Liebe oder wenn eine Freundschaft einen einengt, dann ist es meiner Meinung nach keine wahre Freundschaft. So, wenn ich mit jemandem eine wirkliche Beziehung eingehe, dann möchte ich, dass er glücklich ist. So. Und sei das, wenn er jetzt gerade nach Australien für 3 Monate geht und da seinen Traum lebt oder was weiß ich, dann bin ich glücklich für den. Das geht aber auch für eine Beziehung, nicht nur Freundschaft. Genau, das ist ja egal was. Das sind ja alles nur halt Beziehungen auf anderen Ebenen, so sei das jetzt partnerschaftlich oder freundschaftlich. Genau. Dann, ich bin, also mittlerweile ist es wirklich so, auch wenn mein Partner sagen würde, hey, ich mach das, wir sehen uns zwar jetzt ein Jahr nicht oder so, und okay, wenn es das ist, was du... Dass man in die Liebe gehen lassen kann. Und da ist auch eine andere Verbindung dann da. Also man spürt auch die Nähe, auch wenn man tausende von Kilometern entfernt ist. So, das ist echt... Es entwickelt sich anders. So. Ja. Genau. Wir können uns ja auch mal unter das Video schreiben, wie ihr das so seht. Oder wenn ihr jetzt Rohkost esst oder euch schon länger vegan ernährt oder mit einem hohen Rohkostanteil, was hat sich bei euch verändert? Genau. Und was zuerst war zum Beispiel? Erst Bewusstsein der Körper, oder Ernährung? Hat sich die Ernährung erst geändert? Das würde uns sehr interessieren. Schreibt einfach mal eure Erfahrungen. Und das Video. Ja, mal schauen. Ja, 50-50 oder wie es ist. Mal schauen. Erst die Ernährung. Wie es tendenziell vielleicht, ne? Das wäre interessant. Genau. Du bist ja derjenige von uns, erst das Bewusstsein, dann die Ernährung. Bei mir erst die Ernährung, dann das Bewusstsein. Ja. Und ich sag mal, im Prinzip war es ja mein Bewusstsein, das mir gesagt hat, so, hey, ich mag keine Tiere mehr essen, weil ich da irgendwie Mitgefühl habe. Und dann, dann hat sich die Ernährung geändert dadurch. Mhm. Und dann wurde es vegan und dann wurde es halt. Ja, ich meine, aber immer bei mir war vielleicht auch irgendwann das Bewusstsein. Oder stimmt, dieses vegetarisch Mitgefühl, war bei dir auch, ne? Dieses Mitgefühl, ne? Dass ich so Tränen dachte ich schon, aber bei dir kam dieses Bewusstsein für viele andere Dinge viel schneller. Da habe ich ja ewig gebraucht. Das ging erst mit der Rohkost. Bei dir hat es ja schon mit vegetarisch angefangen. Ja. Da war bei mir noch nicht so viel. Ja, bei mir kam das Bewusstsein wirklich erst mit der Rohkost und mit der einfachen Rohkost, mit Gourmet-Rohkost. Da merke ich euch wirklich, wie mich das auch... Du hast dir auch Zeit gelassen über die Umstände. Was auch gut ist. Ja, ich habe das ein bisschen... Genau. Ich habe das nochmal ein bisschen ausgedehnt und genossen. Aber ich habe immer gemerkt, wie mich das immer wieder zurückgeworfen hat, aus meinem Rhythmus gebracht hat, überreizt hat. Ja. Egal, der Geschmack ist im Moment fantastisch. Ja. Aber das Gefühl danach wurde immer länger, dieses Unwohlsein. Ja. Jetzt die Verdauung ist schwer. Ja. Und irgendwann, finde ich, ändert sich ja sogar der Geschmack so. Also, ja, ich weiß noch. Also, ich genieße jetzt so diese einfachen Früchte, also oder eine Durian, was auch bei der Früchtenvielfalt so gibt. Fettfrüchte, süße Früchte, ich meine, Kirschen, Erdbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren, Stachelbeeren, egal was, Wassermelonen, Papaya, Mangos. Das ist ja so unendlich, diese Vielfalt. Oder dann so eine Fettfrucht wie halt Durian, wo wie so ein Vanillepudding schmeckt. So, das ist einfach nur eine Frucht und die schmeckt wie Vanillepudding. Ja. Genau. Ich brauchte halt, ich habe ja meine ersten YouTube-Videos, da habe ich ja auch gezeigt, wie vielfältig die Rohkost ist. Erst so frische Kost, was gibt es alles an Obst und Gemüse und dies und das und dann auch so diese Industrie, diese zubereitete Rohkost, ne? Schokolade und Cracker und dies und das, was es da so gibt. Und ich glaube damals, also vor vier Jahren war mir das noch total wichtig zu zeigen, wie vielfältig die Rohkost ist und dass man als Rohköstler auch eine ganz riesen Palette hat zur Auswahl. Das war mir damals zu dem Zeitpunkt unglaublich wichtig, das zu vermitteln, dass die Rohkost so vielfältig ist. Und jetzt bin ich aber an dem Level, wo ich sage, 3-4 Lebensmittel, hier zu Gurken, Tomaten, Erdbeeren gratis ist und dann mal meinen Wildkräutersaft reicht mir so. Ne? Ab und zu mal noch eine Avocado, aber dass man immer mehr so in diese Leichtigkeit, diese Einfachheit, das kommt irgendwann, wenn man sich dafür öffnet. Ne? Das kommt irgendwann. Und wenn man es zulässt, jetzt habe ich natürlich auch meinen Freundeskreis, dich und Henry und auch der Patrick Strohbach, auch wenn er jetzt von den Kalorien aber viel Mono mehr isst. Halt, ne? Aber er isst Mono. Genau, er sagt auch, die Gourmet-Rohkost, die reizt genauso wie die Industriekost, nicht auf so einem hohen Level. Ne? Die ist schon besser als die Industriekost, die gekochte. Aber, und es ist schon eigentlich verrückt, dass man versucht, diese Kost, die einem ja gar nicht so bekommt, oder die wirklich nicht gut ist, die Industriekost, dass man das eigentlich in Rohkost nachbasteln will, obwohl die Rohkost so rein und so gesund ist. Ne? Und vor allem, das habe ich, glaube ich. Auch wenn man einzeln die Sachen probieren will, ess doch mal blanke Spaghetti ohne Soße. Und auch, das habe ich, glaube ich, schon mal in einem anderen Video erwähnt, die Chefredakteurin von dem Rohkostmagazin Wandmarke aktuell, mit der telefoniere ich immer öfters mal, und die sagt immer,
Warum wollen die denn alle zubereiten? Die Rohkost ist doch so einfach. Sie führt ja dieses Wandmarker aktuell, diese Rohkostzeitschrift im Sinne von Helmut Wandmarker weiter. Genau, ne? Der hat ja er hat ja diese Zeitschrift dem Arnold Ehret gewidmet. Das wissen gar nicht viele. Ach, cool. Er war ein ganz großer Arnold Ehret-Anhänger. Ist ja auch mit dem Apfel, das wissen ja auch die wenigsten Apple. Genau. Also, falls ihr es noch nicht wisst, jeder Mensch auf der Welt trägt so dieses Symbol von einem Apfel, Apple eben, der Computer, so mit sich rum. Und das war damals von Steve Jobs, war da von Arnold Ehret inspiriert und hat gemerkt, nicht, ne? Genau. Und das trägt jeder mit sich rum. So. Ja, und der Helmut Wandmarker, genau, der hat ja den Arnold Ehret verehrt sehr und hat ja auch so einfach gegessen. Ja. War ja auch so mein erster Rohkostguru, ne? Das erste Buch, was ich gelesen habe. Willst du gesund sein, vergiss den Kochtopf. Und er hat ja auch, ne, damals habe ich es gar nicht verstanden, er hat gesagt, Salat, ich bin doch keine Kuh so. Und klar, Salat, ich merke schon, dass Salat schwerer verdaulich ist als so diese wasserhaltigen Sachen. Und im Winter ist das auch dann gut, wenn der Körper ein bisschen mehr arbeitet, dass man auch mehr Wärme erzeugt. Aber eigentlich bin ich jetzt so mit meinen Wildkräutersäften, ich merke, ich brauche das noch, die Mineralstoffe aus dem Grün. Ja, das kommt ja immer nur auf welcher Stufe man gerade so genau. ist. Genau, also ich weiß, Grün, das ist für mich auf alle Fälle noch wichtig, genau, das werde ich noch so beibehalten, aber es wird immer wasserhaltiger und einfacher. Ja. Und da mache ich auch nochmal ein Video darüber. Da würde ich das auch nochmal erwähnen. Du hast ja mal ein Video gemacht mit den 12 Reinigungsstufen. Ja, genau. Und dann, da habe ich dann genau gesehen, ich bin gerade, ich glaube, zwischen 7 und 8. Ja. Stufe 7 und 8. Und 7 ist, glaube ich, so grün, Algen, Sprossen. Genau. So. Und 8 ist schon dann so Mono, 4 Mono, viel weniger vermischt und so. Und ich pendel gerade dazwischen. Ja, genau. Und ab und zu, nicht so oft, gibt es noch einen Schritt zurück in die Gourmet-Rohkost, was ja auch eine Ebene ist. Und dann denke ich mir so, okay, okay, ist jetzt nicht mehr so prickelnd, ich gehe lieber wieder auf die Stufe 7 oder 8 oder so. Ja. Das ist einfach so schön und dann ist man auch... Ja, kann man so spielen. Ja, das ist einfach mal, es ist ja kein Dogma, dass ich sage, oh, ich darf jetzt nur grün essen und ich darf jetzt nur wasserhaltige. Schon. Wenn ich Bock habe, dann esse ich auch mal ein Stück Rohkostkuchen und dann fühle ich in mich rein, ich genieße den auch in dem Moment. Ja. Ich weiß, die Kombination ist jetzt nicht so günstig, aber ich genieße das in dem Moment, aber ich merke schon danach, so die Verdauung, das und ist alles auch nicht durch so diese optimal. Rückfälle, wo sich da manche irgendwie, was weiß ich, für sich selbst schämen oder so, totaler Schmarrn, so. Dadurch merkt man nur mal, wie man sich dann fühlt. Und wenn man dann mal länger sich auf einer anderen Stufe besser ernährt hat, dann merkt man, dass das einem nicht mehr gut tut. Und dann ist es auch cool, wenn man dann merkt, so, boah, ich nehme gerade Gourmet-Rohkost zu mir, habe total viel vermischt, Fett, Öl, Salz und mir geht es schlecht danach. Dann merkt man, wenn man das merkt man dann einfach. Und dann macht man es automatisch nicht mehr. Das ist dann auch kein Zwang mehr. Das ist nicht so, das ist halt dann so, ich meine, vorher war es irgendwie höhere Gifte, vorher musste man halt irgendwie ein Glas Wodka trinken und man hat dann gekotzt. Und jetzt ist es halt so, dir geht es einfach nicht mehr gut nach dem Essen, man macht es dann nicht mehr. Ja. Also mich würde jetzt auch mal interessieren, zum Beispiel, wenn jetzt die Zuschauer kommentieren, was für eine Art von Rohkost esst ihr und wie dann euer Bewusstsein, eure Wahrnehmung ist. Ja. Das würde mich sehr interessieren. Also ich nenne mal noch so ein Beispiel, was mir so ganz stark aufgefallen ist. Ich habe ja irgendwann vor 3 Jahren, konnte ich kein Fernsehen mehr gucken, ich konnte keine Nachrichten mehr an, ich konnte es einfach nicht mehr ertragen. Ja. Die Nachrichtensprecher zu hören oder also ich konnte es einfach nicht mehr ertragen. Und ich habe ja auch mal, ich glaube 2010, 2011, habe ich mal die Taz gelesen. Die hatte ich abonniert. Eine Freundin von mir, die hat mir vorgelegt, das ist so die unabhängigste Zeitschrift, die es gibt. Und habe ich mal so ein bisschen reingelesen und dachte, okay, das war noch vor meiner Rohkostumstellung. Habe ich gedacht, gut, abonniere ich mal. Da war ich auch noch zu Hause mit den Jüngsten von mir. Da habe ich noch Elternzeit gehabt, da hatte ich auch ein bisschen Zeit zu lesen. So, habe ich mir die dann abonniert im Jahr. Und habe die dann aber irgendwann, habe ich die nach einem Jahr oder anderthalb Jahren, ich habe erstmal nicht mehr die Zeit gehabt, da habe ich dann auch wieder gearbeitet, ich habe erstmal nicht mehr die Zeit gehabt zu lesen und ich konnte mit dem Thema irgendwann auch nichts mehr. Das war dann auch, als ich dann langsam auf Fokus umgestellt habe, ich konnte dann irgendwie nichts mehr mit den Themen, aber ich fühlte mich trotzdem durch diese Zeitschrift manipuliert. Und das Ding war letztens, vor 2-3 Monaten war ich bei uns im Bioladen, die haben auch verschiedene Zeitschriften, die Taz, und ich habe die mal aufgeschlagen. Ich konnte damit nichts mehr anfangen. Ich habe gedacht, also entweder hat sich die Zeitschrift massiv verändert oder ich. Ja, ich glaube, das bin ich. Diese Themen, wie das beschrieben wurde, wie das aufgemacht wurde, wie die Menschen in eine gewisse Richtung gelenkt wurden, ich konnte es nicht mehr. Ich habe die wieder zugemacht, ich konnte das nicht mehr lesen. Ich habe mich manipuliert gefühlt. Genau. Das ist auch das, man konzentriert sich nur auf das Negative. Eigentlich ist viele Leute glauben mir echt, die Welt ist irgendwie so ist total schlecht heutzutage. Ich glaube auch, so ein Yogi hat es zum Beispiel mal neulich so in einem Video gesagt, wo ich gesehen habe. Der hat auch gemeint, die Welt ist nicht so schlecht. Es ist nur heutzutage, wenn irgendwo ein Kind in Afrika stirbt, dann spritzt das Blut in dein Wohnzimmer rein.
Früher, da hast du das nicht mitbekommen, du warst in deinem Dorf, da waren irgendwie wirklich, da waren dann Dorfkriege oder so. Und mittlerweile ist es weniger. Genau, so. Es ist ja leider auch so, dass in den Medien vermehrt, wenn ihr mal schaut, wie oft gibt es irgendwelche Anschläge, wie oft kommt irgendjemand zu Tode, wie oft gibt es Unfälle, Unwetter. Man hat das Gefühl, die Nachrichten bestehen meistens nur aus negativen Nachrichten. Ja, nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Ja, wieso gibt es nicht einfach mal Nachrichten, die berichten, was besonders gut gelaufen ist? Ja. Oder, ja, also so wirklich positive Nachrichten. Und vor allem, ich bin ja auch so ein großer immer so Fan von Dr. Dietrich Klinghardt, das ist ein Umweltmediziner, der beschäftigt sich auch so mit Schwermetallausleitungen und Autismus, der Zusammenhang Impfungen und Umweltgifte generell. Also ich finde, da gibt es ganz großartige Vorträge. Amalgamfüllungen hat und da gibt es wirklich ganz, ganz großartige Vorträge auf YouTube. Musst du einfach mal googeln, Dr. Dietrich Klinghardt, also es ist genial, mega. Also da gibt es auch einen 3,5-stündigen Vortrag, ist erstmal lang, aber... Ja. So viel also von Familienaufstellungen, Umweltgifte, also es war so viel drin, auch Gender hier, dass immer mehr Menschen sich Geschlechtumwandlung machen wollen. Wisst ihr, was er gesagt hat? Er hat gesagt, die meisten sind schwermetallbelastet, er hat gesagt, leitet Schwermetalle um, reinigt den Körper und wenn ihr es dann immer noch wollt, dann nehmt es als Schicksal hin. Aber er hat Erfahrung gemacht, dass die Menschen, die sich umwandeln wollen, die haben eine Familienaufstellung gemacht, eine Schwermetallausleitung und dann wollten die nicht mehr ein Mann bzw. eine Frau werden. Genau. Das fand ich. Ja. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn, was hier alles so... Ja, Wahnsinn. Das ist ja, die Psyche spiegelt diese ganzen Verzerrungen wieder schon. Und also ich weiß auch nicht... Ich spreche es lieber nicht an. Das ist zu empfindlich, das Thema. Da sind zu viele, zu sensibel, sage ich lieber nicht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, und dann habe ich irgendwo mal, ich glaube, das gibt es auch als Video auf YouTube, in irgendeiner Lounge, Gesundheitslounge, da wurde der interviewt. Und da ging es auch um sein Heilsystem. Er ist ja eigentlich Mediziner, er hat in Deutschland Medizin studiert, praktiziert aber schon seit vielen Jahren in den USA und hat irgendwann gesagt, er musste irgendwann erkennen, dass die Schulmedizin Grenzen hat. Ja. Er kommt mit der Schulmedizin nicht weiter und ist er so ein bisschen in die esoterische Schiene. Er sagt, so esoterische Umweltmediziner nennt er sich selber. Und da ging es halt auch zum anderen um die Medien. Und er sagt halt, egal, du denkst, wenn du die Nachrichten guckst und du siehst immer irgendwelche Bomben, irgendwelche Attentate, irgendwelche Erdbeben, irgendwas, was so schlechte Nachrichten, du denkst, du kannst es gut verarbeiten, aber das speichert das Unterbewusstsein, das beeinflusst dich. Und wenn du das über viele Jahre immer wieder schaust, das beeinflusst dich auf alle Fälle. Und deswegen ist es wichtig, da wirklich auch mal Nachrichten fasten, wirklich den Fernseher auszulassen, wirklich sich auf die positiven Dinge zu konzentrieren. Ja. Wenn man nämlich, ich habe ja auch mal eine Weile mich so also mit alternativen Medien beschäftigt, was die so berichten. Man würde auch sagen, was hier so gesellschaftlich gerade passiert, politisch, gesellschaftlich und so. Ne? Und es ist manchmal schon beängstigend, was Leute kommentieren, was sie selber erleben, welche Storys da so gebracht werden. Ne? Aber ich habe dann auch mal gesagt, jetzt lese ich das auch mal nicht. Nur runter. Vor allem, ich habe gemerkt, ich brauch viel Energie, um mich wieder auszubalancieren, um wieder in meine Mitte zu kommen. Es hat mich nicht so runtergezogen, ich habe auch keine Ängste, aber es beschäftigt einen doch. Und dann habe ich einfach mal wirklich gesagt, jetzt fast ich komplett, also keine Nachrichten mehr. Und dann merke ich so, in meinem unmittelbaren Umfeld merke ich nichts. Es ist alles Liebe, Harmonie, Frieden. Und ich bin hier in meinem unmittelbaren Umfeld passiert erstmal so nichts. Ja. Ne? Genau. Und es bringt ja auch nichts, wenn ich mir jetzt Ängste, der Punkt. Hass, Aggression und Zweifel, wenn die jetzt so in mir geschürt werden. Genau. Und für den aktuellen Moment bringt mir das überhaupt nichts. Ich bin trotzdem achtsam. Ja. Ich denke, man soll sich immer die Frage stellen, was hat es mit meinem Leben zu tun? Genau. Okay, wenn da irgendwas in was weiß ich wo passiert, was änderst du jetzt an deinem Leben direkt, nachdem du das gesehen hast? Meistens nichts. Meistens lähmen diese Nachrichten nur. Ja. Das ist irgendwas Negatives und du kannst daran in dem Moment nichts ändern. Es hält dich eher daran ab, dich selbst weiterzuentwickeln. Genau. Und dann wirklich fragen, immer, das kann man sich immer stellen, diese Frage, was hat es mit mir zu tun, was hat es mit meinem Leben zu tun? Ja. Und so lebt man erstmal viel friedlicher. Ne? Und ich bin ja trotzdem achtsam. Ich habe mich jetzt in den letzten 2 Jahren mit vielen Themen beschäftigt, so alternativen Themen, die nicht in den Mainstream-Medien kommen. Und ich bin da schon achtsam und wachsam. Ne? Ich weiß, was sein könnte oder in welche Richtung alles gelenkt werden könnte, was alles möglich ist. Habe ich ja trotzdem noch im Hinterkopf. Und könnte dann dementsprechend auch reagieren und verfallt dann nicht in Panik oder Angst und so. Ne? Ja. Das schon. Aber ich genieße es gerade unglaublich, so im Hier und Jetzt zu sein, den Moment zu genießen, auch durch Meditation, die Zeit mit meinen Kindern zu genießen, die Zeit mit Freunden zu genießen. So einfach unter Natur zu sein, mich nicht ablenken zu lassen. Ne? Ja. Das ist einfach in der Natur zu sein, in den Moment zu kommen. Genau.
und einfach so zu schätzen, was ich in meinem Umfeld habe. Auch gerade jetzt hier zu sein. Mich begeistert immer das Grün um mich herum. Das macht mich einfach immer so glücklich. Mhm. Und einfach so zu meditieren. Yoga, heute haben wir Yoga gemacht beim Potluck und meditiert. Und das war einfach wunderbar. Jetzt habe ich so tolle Gespräche mit dir schon gehabt. Und das begeistert mich einfach. Und die einfache Rohkost ist dann eher so am Rande. Ne? Ja, das ist gar nichts mehr so. Das Essen hat gar nicht mehr so die Präsenz. Letztens hat auch eine auf meiner Facebook-Seite, da geht es ja eigentlich um Rohkost, dreht sich ja alles nur ums Essen. Ich habe irgendwann auf vegan umgeschaltet und dann war es gut für mich. Dann habe ich gesagt, naja, erstens mal ist es hier eine Rohkostseite. Klar, geht auch viel um Essen. Wie, wenn jemand auf Facebook eine Autofan-Seite hat, dann gesagt, hier geht es aber nur um Autos. Ja, aber auf der anderen Seite, wir sind ja auch dafür da, um die Menschen zu inspirieren. Ne? Und danken ja auch so viele Menschen, dass wir ihnen die Augen geöffnet haben, dass sie gesünder geworden sind, dass sie sich für viel mehr Dinge öffnen. Mhm. Und dann, es dreht sich nicht viel ums Essen bei mir. Bei dir weniger. Ne? Also, das mache ich halt. Esse so. Aber klar, beschäftige ich mich noch so ein bisschen mit Ernährung, klar, um eben andere zu inspirieren. Genau. Ne? Aber gar nicht mehr so mit Rezepten. Bei mir gibt es auch immer weniger Rezepte einfach. Weil und auch anfangs, man beschäftigt sich halt eine Zeit lang intensiv damit, dann weiß man, was da abläuft, wie das Ganze funktioniert. Mhm. Aber dann ist es nur noch Nebensache, dann praktiziert man das, darum geht es so. Und dann hört man immer mehr auf den Körper mittlerweile. Ich esse halt, wenn ich Hunger habe, und Essen ist halt was Wunderschönes. So. Das mache ich halt, wenn es der richtige Moment ist, wenn mein Körper mir das sagt. Aber nicht, also ich brauche da mittlerweile gar nichts mehr. Da habe keine Bücher und ich habe meinen Körper und der sagt mir alles. Genau. Ja. So, also die wichtigste Erkenntnis in den letzten Monaten war wirklich so in der Achtsamkeit zu sein, auch jetzt durch diese Bücher, ich pflanze ein Lächeln und Friede mit jedem Atemzug. Und es ist einfach, wenn man da auf dieses Level kommt, wenn man das so halten kann, das gibt auch so eine gewisse Zufriedenheit und Dankbarkeit im Leben. Genau. Und ich denke auch, welcher Mensch möchte nicht in Zufriedenheit und Dankbarkeit leben? Das ist das Einzige, was jeder möchte, und in Dankbarkeit. Und das geht mit so wenigen Mitteln, das ist ja das Schöne. Dafür braucht man auch nicht das neueste Handy, den neuesten Flachbildschirm, das schnellste Auto, irgendwelche Klamotten. Ja. Das ist interessiert kein mich alles. Ziel, das in der Zukunft liegt. Es ist nicht der Job, es ist nicht, wenn du die Frau hast. Und es ist auch nicht so, wenn ich das und das mal erreicht habe, dann bin ich glücklich. Genau, sondern jetzt, das ist der einzige Moment, wo du glücklich sein kannst. War das nicht auch, wie heißt dieser Mensch gleich? Teach Nhat Hanh. Hat der nicht auch gesagt, dass man in jedem Moment sein Glück auch wenn du gerade krank bist, du kannst jeden Moment glücklich sein, wenn du im Moment bist. Ich merke auch manchmal, wenn ich so mit dem Fahrrad fahre oder auch manchmal einfach so an meinem Schreibtisch sitze, wie ich auf einmal so anfange zu grinsen oder so eine Vergnügtheit spüle. Ja, das kommt dann ganz gut vor. Vor allem ist das so extrem, seitdem bei mir diese emotionale Entgiftung stattgefunden hat. So, ne? Dann merke ich so, das war wirklich mal so richtig so ein paar, das war wirklich mal ein Zeitraum, wo ich dachte, das fühlte sich alles so schwerfällig an. Und das erstmal so durchzustehen und sich da durchzubeißen und das einfach auch mal sich so fühlen zu lassen. Es ist okay, wenn ich mich gerade nicht so super fühle. Es ist okay, wenn ich da gerade so knabbern habe an diesen Themen. Und es ist okay, wenn mir die Tränen laufen. Ja. Und dann merkt man, dass Glück wieder der normale Zustand von einem Menschen ist. Ja. Wenn da nichts ist, du bist in einer Ekstase. Und du kannst nur da sitzen und nichts machen und bist in einer Ekstase. So. Genauso, wenn man sich mal so die Entwicklung anschaut. Warum ein normaler Mensch, der wird immer älter. Wirst du glücklicher? Frag dich mal, wie war deine Kindheit? Wie glücklich warst du da? Und jetzt als Erwachsener? Anscheinend hast du da ja nicht gerade an Glück gewonnen. So, irgendwas ist da nach hinten losgegangen. Und es ist auch so, guck mal, Kinder, vor allem Vorschulkinder, die sind noch so im Moment und die sind noch so experimentierfreudig. Und, aber ich meine, manche haben leider auch schon Eltern, die dann früh auch schon eine Richtung, macht das mal nicht und springt, geht doch mal nicht auf den Baum und dies und das. Ja. Die werden schon ganz früh dann so eine gewisse Richtung gelenkt. Und durch die Schule sieht man halt auch, dass die Kinder immer mehr verlernen, so im Moment zu sein, im Hier und Jetzt zu sein und wirklich das zu machen, was sie gern wollen. Da gibt es auch da habe ich letztens auch auf Facebook so einen ganz berührenden, das war einfach ein Animationsfilm ohne Ton. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Das war einfach nur Musik, es wurde nicht dazu gesprochen. Hat man auch gesehen, es ging um einen Vater und einen Sohn und so Figuren. Und wie der Vater eben auch im Hamsterrad war. Ja. Ne? Wie der gearbeitet hat, 10 Stunden am Tag im Büro und unter Druck. Genau. Und das Kind, das hat man dann so gesehen, dass es in die Schule war, total vergnügt und so. Und dann hat es immer so ganz bunte Sachen gemalt. Und dann wurde es immer hier, so Buchstaben lernen und das. Und es wurde dann immer grauer. Die waren erst farbig bei. Ja, und der Papa hat sich dann immer bei dem Kind oder wenn es das Kind umarmt hat, wieder aufgeladen. Und irgendwann ging es nicht mehr, weil das Kind auch gedrückt war von der Schule, weil es dann unter den Druck kam. Nee, du musst das jetzt so machen. Und das finde ich so schade, dass Kinder auch oder viele Kinder nicht mehr so die Möglichkeit haben, sich frei zu entfalten. Ich weiß jetzt nicht für alle, es gibt ja manche, die sind in der Schule wirklich gut aufgehoben mit diesem
Schulsystem, die gehen da auf. Je nachdem, wie es passt. Aber es gibt halt auch Kinder, die wollen sich freier entfalten. Genau, das ist halt individuell. Die wollen halt vielleicht sogar mal eine Woche lang Mathe machen am Stück. Genau. Die wollen mal, wie mein Sohn, die würden am liebsten eine Woche lang nur Kunst machen, nur zeichnen, weil gerade ein bestimmtes Thema dran ist oder weil sie einfach viel Zeit brauchen, um sich da auszuleben. Ja, schwierig ist, mir ist das vorhin auch, wo ich mit Randy über Freilernen habe ich mit ihm ein Video gemacht. Und ich finde diesen Vergleich so schön, wenn die Erwartungen anders sind als das, was ist. Wenn du was draus machen willst, was deiner Meinung nach oder irgendeinem Bild entsprechen soll. Wie wenn du ein Kind ist wie ein Samen. So. Wenn du dann ein gutes Umfeld schaffst, dann entwickelt sich da eine super Tomatenpflanze draus. Aber wenn du wie heutzutage jemand sagt, oh, die Eltern wollen unbedingt einen Arzt oder die Eltern wollen einen Ingenieur als Kind oder halt ein Kind, das dies oder jenes macht und der Samen ist eine Tomate. Ich kann mir noch so sehr wünschen, dass da eine Paprika rauskommt. Das ist einfach nur ein Samen und du kannst als Eltern, als Umfeld, dem einfach ein positives Umfeld schaffen, dass es sich als sich entwickeln kann. Aber du kannst nicht, du wirst immer unglücklich sein, wenn du irgendwo hingehst und einen Vogel auslachst oder einen Hamster auslacht, weil er nicht fliegen kann. So. Dann, und wenn der Hamster das irgendwann glaubt, so, boah, ich bin so doof, kann nicht fliegen, dann hast du das nicht zum Fliegen gemacht. Genau. Und das muss man erkennen. Ja. Diese falschen Ansprüche und irgendein Bild auf jemanden aufzwingen, oh, wir brauchen jetzt dies und jenes. Dass man einfach das Kind so annimmt, wie es ist, anschaut, unterstützt. Und auch nicht so ein Umfeld einfach zu wachsen gibt. Einen guten Nährboden, wie bei einer Pflanze. Einen guten Boden, Wasser und Sonne. Und dann wächst da was Tolles draus. Aber aus einer Tomate wird keine Paprika. Das heißt auch so, dass man den Kindern Wurzeln, dass man praktisch studiert, dass die Kinder Wurzeln schlagen können, aber auch dass sie Flügel mitbekommen. Ja, genau. Damit sie nicht frei. Dass sie erstmal so irgendwie schon verwurzelt sind und selbstbewusst, aber dass sie auch frei in die Freiheit gehen können. Ja. Dass man sie da stärkt. Und es ist eine große Verantwortung. Ich merke das ja selber mit meinen zwei Jungs. Es ist nicht so einfach. Ne? Vor allem, ich merke auch immer wieder, wie manchmal selber bei mir Programme hochlaufen. Dass ich manchmal, es ist auch manchmal schwierig, dann bestimmte Situationen, das zu handeln. Und manchmal, wenn ich dann doch mal sage, so geht es aber jetzt nicht und die Regel und so gilt und ich merke wirklich, ich sehe dann meine eigenen Eltern. Ich stehe dann neben mir und denke, oh, jetzt habe ich aber wie meine Eltern früher mit mir reagiert. Und eigentlich willst du das doch gar nicht so. Das ist so unterbewusst, so fest verankert, dann muss man echt erst ein Bewusstsein und eine Achtsamkeit entwickeln, dass einem das wieder aufhört. Also ich kann es noch nicht komplett ausschalten, ich bin momentan auf dem Level, dass ich es erkenne. Genau, und das ist der erste Schritt, so, das ist so wichtig. Und dann das zweite, das passiert dann automatisch, so das Mandeln. Merke ich das ganz stark, wenn ich faste. Dann sagt mein Ältester, oh Mama, fastest du wieder, kannst mal wieder damit aufhören. Weil dann einfach so dieses... Merkt, was da hochkommt. Ja, da kommt, man ist dann halt doch ein Stück weit mit sich selbst beschäftigt. Deswegen verstehe ich auch, wenn manche die Familie haben, sagen, oh, mir fällt es so schwer mit Kindern. Also ich weiß, wie schwer das ist zu fasten, als wenn man so für sich ist. Und bei dir fällt es ja auch Henry, euch fällt es ja leicht mit Familie, ist das, und noch mit einem Partner, der auch vielleicht noch ganz anders lebt und es nicht versteht. Und dann sind noch die Kinder und dann hat man einen Job und dann noch den Haushalt und ist schwierig, also es ist wirklich schwierig. Aber dann wäre zum Beispiel das intermittierende Fasten eine gute Sache. So, ne? Oder dann einfach da langsam, zu schauen, schrittweise, langsam, so dass man eben einfach auch noch ein harmonisches Familienleben bewahren kann. Und selbst trotzdem, auch von der Psyche her, halte ich es so für wichtig, sich immer mal Zeit für sich zu nehmen. Rüdiger Dahlke hat immer gesagt, so eine Minute in der Stunde für sich zu nehmen. Das kann jeder machen, eine Minute, einfach nur sich mal ruhig hinsetzen, jede Stunde. Und dann gleich mit Meditieren. Ja. Und dann auch sich jede Woche einen Tag für sich zu nehmen, auch wenn man Frau und Familie hat, damit man wirklich mal wieder ankommen kann und schauen kann, was überhaupt in sich vorgeht. Und dass eine Mutter auch die Möglichkeit jeder, hat. Beide Partner, die das machen. Dass gerade die Mutter, ne, die meisten Frauen sind ja so eingebunden mit Beruf, Haushalt, Kinder so. Ne? Das ist ja oft so. Genau, dass der Mann dann mal die Kinder nimmt und dann hat sie einen Tag Frau für wirklich, sich. Oder dass sie das auch von selbst, dass sie denkt, oh nee, die Familie braucht mich und das geht so nicht, aber dass sie wirklich auch von selber aus, ich denke, viele Männer würden das auch möglich machen. Genau. Dass auch manchmal die Frauen sind, die sagen, ach nee, ohne mich funktioniert das ja alles nicht. Alex so. Alex ist ne? auch daheim. Alex Green. Ja. So miteinander, oder? Ja. Und macht halt, der kümmert sich halt um die Kinder und macht halt dann jetzt online und Coaching und dann so schön. Das ist auch so. Möglich, ja, muss nicht immer so den Rollen entsprechen. Also wie es halt passt. Es ist ja auch nichts Schlimmes, mal so einer Rolle zu entsprechen. Dann ist es nur wieder so dieses, ich darf nicht einer Rolle wieder. Mhm. Wenn das die richtige Rolle für dich ist, warum, ne? Ja. So. Wie es passt. Das ist ganz schön abgedriftet. Oh, wir sind es ist ein langes Video. Ja, sehr lang und auch voll. Ja, aber ich denke, es wird trotzdem ich mag interessant. Das aber, so die Dynamik. Ich hoffe doch, wenn das nicht, aber auch wenn es ein bisschen ans Thema dann... Ja, aber es hat ja alles was mit Bewusstsein zu tun, mit dem Wandel und so. Ne?
mehr oder weniger. Ja. Ja, aber es ist auch schön, wir haben ja nie ein Skript, wenn wir ein Video machen. Das ist einfach schön, die Dynamik, weil das ist auch dann dran, das kommt aus uns raus und das fällt uns dazu ein. Und ich denke, für jeden gibt es da irgendwas dabei. Ja, oder war irgendwas dabei, was er jetzt mitnehmen konnte. Ne? Schon. Und ich finde ja, alles hängt ja irgendwie miteinander zusammen, genau, egal, was wir eigentlich so äußern. So, alles ist ja, ist ja ein Produkt. Alle unsere Gedanken, unsere Wahrnehmung ist ja ein Produkt daraus, was wir gerade, was wir sind, auch was wir essen. Ne? Du bist, was du isst. Ja. So. Ne? Und was uns ja wichtig ist, zu zeigen, dass man mit der richtigen Ernährung auch wirklich in der Liebe sein kann, in der Dankbarkeit, in der Zufriedenheit. Ich finde das so wichtig, ne? Weil diese Zufriedenheit, das ist so ein wunderbares Gefühl, es fühlt sich so wunderbar an, diese Zufriedenheit und der Dankbarkeit zu sein. Genau, also die Frage nicht vergessen, was war zuerst? Ja, Bewusstsein oder Körper? Genau. Ja, dann würden wir sagen, dann war's das. Oder? Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Themen, die ich mal, wenn wir uns wieder sehen, die wir dann mal zusammen angehen können. Das wäre auch interessant für uns. Dann sammeln wir die Themen und schon. Was euch da besonders halt interessiert. Genau, was könnten wir nochmal ansprechen, was sind so Themen. Oder vielleicht gibt es ja auch jetzt anhand der Kommentare dann noch für uns Anregungen. Genau. Falls ihr die Videos sonst noch nicht gesehen, wir haben auch zum Beispiel, du hattest ja schon gesagt, über Augenübungen schon mal Videos gemacht, dann hat man über Barfußschuhe hat man mit Christian. Ach ja, stimmt. Ne? Also mit einem, warum wir uns so extrem ernähren. Genau. Augentraining, dann einfach mal mit deiner Entgiftung, ne? Mit den Augen. Das hat man auch so. Es sind echt einige Videos, glaube ich, mittlerweile. Mit Barfuß sogar zwei. Einmal die Schuhe vorstellen, genau. Und mit Minden so hat man nochmal Augenübungen. Genau. Also es gibt schon, ich könnte eigentlich eine Playlist machen. Mit Rolettings gibt es dann Videos. Ja. Genau. Ja, genau. Dann lassen wir es erstmal hier dabei. War lange genug. Gefreut. Ja, war total bitte schön. Ich glaub, nee, wir haben uns jetzt seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen. Wir haben uns ein halbes Jahr gesehen, ne? Skype. Ich habe deine Videos immer geguckt. Ja, und habe gedacht, okay, war so schön. Von Thailand. Ja. Nee, ist schön. Also es gibt auch auf alle Fälle mehr Videos mit Tobias, weil das so bereichernd einfach ist. Genau. Schön. Cool. Na dann wünschen wir euch noch eine schöne Zeit. Genau. Macht's gut. Ciao. Ciao.